Moin Leute, und heute zeige ich euch mal wieder einen Unlimited Money Glitch mit Bypass für die PS4 und Xbox One. Zugleich muss ich mal sagen, dieser Glitch ist leider nicht solo. Ihr braucht mindestens einen Freund, der euch bei diesem Glitch behilflich ist. Aber Leute, jetzt kommt das große Aber. Ihr braucht kein MOC, ihr braucht keine Adventure. Das ist schon mal ein richtiger Pluspunkt für diesen Glitch. Ihr braucht nicht diese doofen Sachen. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Wie gesagt, ihr braucht mindestens einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Ihr braucht natürlich ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Außerdem braucht dieses Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, ein eigenes Nummernschild. Ein benutzerdefiniertes Nummernschild von der iFood App. Außerdem braucht ihr eine Basis. Und das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, muss in der Basis stehen natürlich. Ihr braucht natürlich auch ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Mein Tipp, nehmt einen normalen LG oder einen Fatschi-Roller, die sind recht günstig. Und dieses Fahrzeug muss in irgendeiner anderen Garage stehen, außer im Clubhaus natürlich. Und dieser Glitch muss in einer Einladungssitzung stattfinden. Das ist auch wiederum sehr wichtig, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Vorbereitungen abgeschlossen. Aber bevor wir jetzt mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem Money Glitch an. Als erstes seid natürlich mit eurem Freund in der Einladungssitzung. Was müsst ihr tun? Ihr müsst natürlich in eurer Basis sein und ladet euren Freund direkt mal in eure Basis mit ein. Seid in eurer Basis und euer Freund auch, geht euer Freund jetzt in einen Job, nämlich einen Job für einen Titan. Das seht ihr jetzt oben rechts. Und zwar geht jetzt einfach nur ins Jobmenü. Und das war es dann eigentlich auch schon, was euer Freund machen muss. Man muss wirklich nur den kompletten Glitch einfach im Jobmenü chillen. Am besten stellt er noch Spielersuche auf geschlossen, damit keine random Spieler beitreten. Und so einfach ist das, Leute. Den Rest müsst ihr jetzt einfach machen. Na gut, kommen wir jetzt mal wieder zum Money Glitch Teil. Was müsst ihr tun? Ihr geht jetzt zum eurem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, den LG Retro Custom natürlich. Was müsst ihr tun? Ihr steigt jetzt ein. Und jetzt müsst ihr die PlayStation-Taste drücken und eurem Freund quasi beitreten. Was heißt das jetzt quasi beitreten? Ihr lasst jetzt die Meldung, dass ihr beitreten wollt, erstmal vorladen. Indem ihr jetzt halt jetzt in Party oder halt über Spielersuche eurem Freund jetzt beitritt. So, meine Meldung hat jetzt geladen. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr brecht die jetzt ab. Der Vorteil jetzt daran ist, die Meldung ist jetzt instant geladen, werden wir jetzt nochmal machen. Das brauchen wir nämlich, dass die Meldung instant da ist. Denn beim ersten Mal laden braucht ihr ein bisschen länger. Deswegen, weil die Sitzungsdetails werden beim zweiten Mal einfach direkt gespeichert oder wie auch immer. Auf jeden Fall müsst ihr dann jetzt nochmal eurem Freund beitreten und jetzt kommt es ein bisschen aufs Timing an. Jetzt müsst ihr einfach X durchspammen und Gas geben. Ne, ihr seht es jetzt, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt jede Meldung mit X bestätigt und gleichzeitig Gas gegeben. Wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr unter der Map spawnen oder direkt auf der Map. Das kann beides passieren, ist aber nicht schlimm. Im Endeffekt, wenn ihr unter der Map spawnt, werdet ihr sowieso gleich wieder auf der Map spawnen. Sind wir dann auf der Map gespawnt mit dem Fahrzeug, steigen wir aus und kontrollieren, ob es funktioniert hat. In meinem Fall hat es jetzt funktioniert, denn ihr seht auf der kleinen Minimap, es ist kein Fahrzeugsymbol zu sehen. Das bedeutet, wir sind gar nicht mit dem Fahrzeug draußen irgendwie. Es klingt ein bisschen komisch, Leute, aber es funktioniert. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt zur Garage, wo euer LG bzw. Fatschi-Roller steht. Ich fahre jetzt einfach mal kurz dahin. Seid ihr dort angekommen, steigt ihr aus, geht zu Fuß in die Garage. Seid ihr in der Garage drinne, müsst ihr den LG oder Fatschi-Roller oder was auch immer rausfahren. Seid ihr draußen angekommen, steigt ihr aus. Und jetzt habt ihr ein Fahrzeugsymbol auf der Minimap. Und zwar beim LG oder Fatschi-Roller. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach mit dem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, einfach in die Garage hinein. Und boom, ist es zwar ein bisschen buggy, aber das Fahrzeug steht jetzt in der Garage und jetzt ist es schon dupliziert. Und so einfach ist das, Leute. Wirklich, Leute, dieser Glitch ist wirklich so hammer einfach. Und jetzt könnt ihr es einfach direkt nochmal duplizieren. Also dafür muss euer Freund wieder aus dem Jobmenü rausgehen und dann gegebenenfalls dann wieder neu ins Jobmenü reingehen, damit wirklich alles funktioniert. Wenn wir jetzt wieder zurück zu unserer Basis fahren, werden wir merken, dass das Fahrzeug, was wir zum Duplizieren genutzt haben, irgendwie weg ist. Aber Leute, keine Panik, wirklich keine Panik. Ihr müsst jetzt auch mit irgendeinem anderen Fahrzeug kurz mal rausfahren und dann wieder reinfahren.
Und boom, das Fahrzeug ist wieder da. Natürlich, das Fahrzeug, was er jetzt in die Garage dupliziert hat, ist dann auch noch da. Und so einfach ist es, Leute. Und ihr könnt jetzt einfach direkt weiter glitchen. Und Leute, es ist Rockstar wirklich völlig egal, wie viele Duplikationen ihr macht. Denn Rockstar achtet nur aufs Verkaufen. Deswegen, Leute, achtet darauf, dass ihr pro 30 Stunden maximal 7 Fahrzeuge verkauft. Und pro Stunde solltet ihr maximal 2 verkaufen, damit ihr nicht auffällig werdet bei Rockstar. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Also ich würde sagen, verkaufen wir mal unser Fahrzeug. Da gerade relativ viele Rabatte auf Tuning-Teile existieren, wird euer Fahrzeug nicht mal so viel wert sein, wie es gewohnt seid. Deswegen, Leute, keine Panik. Das ist jetzt einfach nur wegen der Eventwoche. Mein Fahrzeug bringt knappe $840.000. Also es ist eigentlich schon recht ordentlich dafür, dass wir pro Duplikation 4 bis 5 Minuten brauchen. Und das ist schon richtig, richtig heftig, Leute. Und weil dieser Glitch wirklich so heftig ist, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und wenn euch das Video sogar weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.